So, willkommen zurück, eine neue Folge, oder ich, was sage ich denn, neue Folge, ein ganz neues Let's Play, und zwar Surgeon Simulator 2013. Das ist jetzt so ein ganz neues Endspiel, und vor allem, da ich ja wirklich ein bisschen Erfahrung habe mit Medizin, also wer es nicht weiß, ich bin freiwillig beim Roten Kreuz Österreich und fahre auch im Krankenwagen, hab auch natürlich einen kleinen Anatomie-Kurs machen müssen bei der Ausbildung. Hoppala, jetzt hat die Pillen umgeschmissen. Denn hier mehr Pillen als Dr. House. Und ja, dachte ich mir, wie das Spiel gesehen habe, müsste ich ja fast mal ausprobieren. Nachdem sich irgendwie alle so ziemlich dämlich in dem Spiel angestellt haben, dachte ich mal, probiere ich mal das Demo aus. Und ja, war nicht so schlecht. Und jetzt dachte ich mir mal, naja, das Spiel kostet ja nur 10 Euro. Kaufst es dir mal, machst mein Let's Play. Wenn es gut ankommt, dann okay. Und wenn es nicht gut ankommt, dann nicht. Ich sag gleich dazu, ich werde wahrscheinlich ein bisschen ausschweifen, ein bisschen sagen, okay, das ist realistisch, das ist vielleicht nicht realistisch. Vielleicht ein paar Mängel aufzählen. Schauen wir mal. So, das Telefon, Leute. Also ich weiß irgendwie, so bewegt man die Tasten. So senkt man die Hand. Genau. Hallo? Hallo? So, halt. Wählen wir mal. Kann man wählen mit dem Ding? So, ganz erstes Mal, ich mag keine Musik. Es gibt wieder ein GEMA-Problem. Hey, meine Uhr. Also, weg mit dir. Scheiß drauf. Alles weg vom Tisch. Gut, was kann ich hier noch machen? Aha. Left Mouse, okay. Ah, Tutorial. Ah, geil. Okay, so Disc. Alter. Ja, gut. was probieren? Nee. Wir was probieren. Yeah. Rock and roll. Geil, Errungenschaft. Warte, will ich noch was probieren? Das ist für alle Hater. So, jetzt fangen wir mal an. Operationen. Herztransplantation. Also Herztransplantation. So, jetzt machen wir mal hier dieses Tuch weg. Weg mit dir. So, dann sehen wir schon das erste, was ich bemängeln würde. Das Herz ist hier. Also laut dem Spiel. Das Herz ist in Wirklichkeit hier oben. Heißt, das Herz ist quasi im Bauchraum. Sieht man auch irgendwie komisch, dass das Herz über der Leber ist. Also ich weiß nicht, ob das jetzt die Ansicht hier ist, aber laut der Anatomie ist das nicht. Wie gesagt, das Herz ist oben. Hier ungefähr. Zwischen den, den zwei Brustwarzen. Kann man jetzt so sagen. Denken wir uns einfach einen männlichen Körper, dann gibt es da auch nichts mit, irgendwie. Sonst wäre ich wieder von Sky weggehauen. So, jetzt nehmen wir mal hier das Hämmerchen. Nein, im Metal machen wir später. So, wo war jetzt das? So, irgendwie muss ich jetzt versuchen nochmal. Das ist ganz komisch zum Greifen, muss irgendwie alle Tasten gleichzeitig drücken. So. Hauen wir mal zu. So, und BOM! Alter. Okay, das ging in Demo besser. Ah, geht doch. So, jetzt hauen wir mal alles hier kaputt. Ich habe schon alles mitgesehen, dass die Leute damit sägen und was nicht alles rumhantiert haben. Das weiß ich leider nicht, wie es im Operationsraum aussieht. Wie gesagt, ich fahre nur Rettungswagen. Aber ich schätze mal, sie werden es eher mit einem Hammer machen. Ich glaube sogar, man muss es gar nicht rauskloppen. Und warum man Blut verliert, ist ganz einfach. In Knochen, in jedem Knochen, verlaufen Adern. Das wissen vielleicht jeder, der schon mal einen offenen Bruch hatte. Also quasi, dass der Knochen durch die Haut geschaut hat. Er muss nicht draußen sein, das wissen wir nicht. Offener Bruch reicht auch schon, wenn man quasi den Knochen durch die Haut zieht. Aber standardmäßig offener Bruch heißt, Knochen schaut ein bisschen raus. Zünd zu sehen in Scary Movie 1. So. So. Alter. Ein Hammer macht, was er will. So, komm, hau zu. Alter. So, jetzt reicht's. So, jetzt legen wir mal den Hammer ab hier. Nein, du bleibst da. Komm, bleib da. Gut, bravo. Hammer, so, jetzt gehen wir da runter. Jetzt machen wir hier ein bisschen Platz drin. Alles raus da. Was keine Miete zahlt. Ich habe jetzt noch ein bisschen Knochen rausmachen müssen. Ja, brauche ich ein bisschen. Eine Bohrmaschine, kann ich dir das auch machen? Alter. Ja gut, ich muss es mal aufmachen. So. Wie läuft das jetzt? Oh, die läuft ja schon. Okay. Alter, meine Uhr. Der muss echt was lernen, seine Uhr besser umzuschnallen.
Ah, jetzt. So, ganz vorsichtig hier. So, aua. Ganz vorsichtig. So. Schade, dass ich mein ACP-90-Messer nicht dabei habe. Aber das ist ja auch kein VIP. Ich nenne den Typen jetzt mal Hans. Hallo Hans, mein Guter. Oh geil, ich kann den Kopf bewegen. So, jetzt machen wir hier nochmal Platz. Alles raus hier. Mal durchwischen. So. Na komm halt. Komm raus hier. So. Und dich auch. Ja, wir wissen's. So, so läuft mal zu. So, geht doch. Was haben wir da unten? Da haben wir den Magen. Da haben wir das Herz. Auch eine lustige Anekdote. Das wissen auch viele Leute nicht. Im menschlichen Körper ist nicht das links und das rechts, sondern man sagt das aus der Sicht des Patienten. Heißt, der Patient jetzt hier da liegt, ist laut Patient das hier rechts, das hier links. Heißt, wenn ich im Patienten reingreife, bin ich jetzt zum Beispiel auf der linken Seite, nicht auf der rechten. Ist verwirrend, ist aber so. Ich weiß auch nicht, wer sich das einfallen hat lassen, aber Medizin, das ist eh ein bisschen komisch. Verstehe auch nicht, warum alles Latein sein muss. Aber ich verstehe zwar, dass man ja Latein dann auf der ganzen Welt sprechen kann, aber man könnte ja auch Englisch reden. Vor allem, es gibt so viele lateinische Begriffe unserer Zeit, die kennen wir ja gar nicht mehr. Beste Idiota oder Idiot ist lateinisch. Was lernt man ja, hoppala. Da blutet es aber ganz schön. So, jetzt schneiden wir da mal auf hier. So, wir müssen jetzt die Anschluss... Oh, der blutet aber gescheit. Komm, das geht schon. Es ging wirklich im... Hä? Ah, jetzt haben wir schon. So. Da haben wir uns ein bisschen vor der Kerl verblutet. Nehmen wir das alte Herz. Wenn ich es erwisch. Hä? Na? Hat er schon aufgehört zu schlagen. So, komm halt. Es bewegt sich, will man nicht raus, ey. Ach, nehmen wir einfach mal das Neue. Platz da. Hä? Geht das nicht auf? Komm klar. Hoppala. Das war die Spritze. Okay. Mach hier halt auf, du blöder Deckel. Das Herz. Ich hoffe, dass du einfach reinkommst und das. Das ist das alte raus. Ah, das ist ja gar nicht so viel. Also ganz ehrlich, das Demo ging leichter. Und diese Gratis-Version. Das ging um einiges leichter. Nein, du musst unten bleiben. So. Hängt da noch irgendwie drin. Ah, jetzt habe ich es draußen. So, beeilen wir uns. Na? Hallo? Jetzt ist doch drin. Muss ich noch drehen oder was? Nein. Ach komm, ey. Es ist doch schon drin, ey. So. Also, ich sehe jetzt, ist es schon drin, das Herz. Das müsste man eigentlich schon gelten. Na komm halt. Ist doch schon drin, ey. Oh Gott, ey. So, jetzt haben wir mal, schauen wir mal, dass der aufhört zu bluten da. Ich hoffe, ich habe jetzt die richtige Spritze. Da komm halt. Oh, jetzt hat's aufgehört. Ah, ich habe mir ein Gegenmittel gespritzt. So, komm schnell, bevor er auf verblutet. Ach du scheiß Kaffeebecher, ey. Warum nimmt er das Herz nicht, das da drin liegt? Ist doch richtig drin, ey. Komm halt. Warum nimmt er das jetzt nicht mehr in die Hand, ey? Nein, 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 nein. Das ist doch jetzt ein Witz, oder? Das ist doch richtig drin, ey. Oh, komm.
komm, ey. Ah. Wuh. Das nenne ich mal Knack. Okay, also das ist noch ein bisschen huddelig. Das hat im Browser-Game besser funktioniert. Da hat man das Herz einfach reingeballert und es war fertig. Aber so eigentlich ein ganz lustiges Geschicklichkeitsspiel. Ah, die erste Folge haben wir noch nicht ganz voll. Ja, ich sag trotzdem danke mal fürs Zuschauen. Ich mache jetzt hier mal Schluss, obwohl es ein bisschen zu spät ist oder zu früh ist noch. Wenn ihr weiter wollt, dass ich so ein bisschen auch medizinische Anekdoten erzähle, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Wenn ihr sagt, nö, mach Fail lieber, schreibt das in die Kommentare. Hinterlasst mir einfach irgendeinen Kommentar, ob ihr das überhaupt sehen wollt. Ich packe das jetzt einfach mal in die Low-Budget-Games. Und wenn ihr sagt, okay, das ist cool, macht das weiter, das macht uns Spaß, dann wird es das weitergeben. Dann machen wir halt ein Let's Play daraus. Die zweite Operation, die zeige ich euch noch, aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.